G'day everyone und willkommen zurück zu die letzte Vorlesungseinheit für die zwei Semesterwochenstunde Teil von unserer Lehrveranstaltung für Biologen oder Biologiestudierende und Geologiestudierende oder GeowissenschaftlerInnen. Und ich sage Entschuldigung im Voraus, gibt es ein bisschen Lärm ab und zu in den Hintergrund, weil ein bisschen wird irgendwie gebaut und gebastelt in den Hintergrund. Aber ich denke, dass wenn wir, oder wenn ich das nicht jetzt mache, kriege ich das nie hin, zeitlich genug für euch. So, was wir machen heute, ist eine letzte kurze Einheit, wo ich ein bisschen eine Wiederholung mache über einige Themen von der letzten Einheit. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter und wir reden über zwei wichtige Konzepte, so Kapazität und elektrischer Widerstand, weil die spielen eine wesentliche Rolle auch in Bio und eventuell auch Geowissenschaften. Für die Geowissenschaftler, wir machen schon weiter in diesem Semester. So ab nächster Woche würden wir in kleinere Gruppe arbeiten und dann ein bisschen angewandter angehen. So, was brauchen wir hier? So, fangen wir an. Wir haben letzte Woche gesprochen, oder in der letzten Einheit gesprochen, über die sogenannte Coulombskraft. So, Coulomb. Und wir haben diese Formel hier. Das beschreibt die Kraft erzeugt zwischen zwei geladene Teilchen. So, wir sind immer noch in einzelne Punktteilchen hier. Und diese Teilchen können positiv oder negativ sein. Und die Teilchen, die Ladung ist gegeben von Q, ist die elektrische Ladung in Coulombs. R ist die Abstand, selbstständig in Meter, und das ist in Coulomb. Und R, ich skizze das nochmal. R mit die hat ist die Einheitsvektor. Das zeigt, in welche Richtung die Abstand ist. Und wir haben die Dielektrizitätskonstant. Und das ist 8,85 × 10⁻¹⁹ Coulomb zum Quadrat, Newtonmeter zum Quadrat. Und das zeigt die Kraft, die ausgeübt wird, wenn wir eine Q2 Ladungen haben. Und wir haben unser Radiusvektor hier. Und die Einheitsvektor, selbstverständlich, wird eine Vektor, das zeigt in die gleiche Richtung, mit einer Länge von 1. Und das ist unsere Kraft. Das haben wir gehabt und wir haben definiert, wir haben so weitergearbeitet und definiert die Konzept von einem elektrischen Feld. Und die elektrische Feld ist gegeben durch die Symbol großes E in Tipler. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir würden auch großes E verwenden ohne diese Vektor für die Energie von einem elektrischen Feld und so weiter. Die elektrische Energie wird auch sehen. So, wir müssen schon aufpassen, wie wir mit diesen Symbolen umgehen. Und die elektrische Feld ist nichts anderes als diese elektrische Kraft erzeugt von einer bestimmten, diese coulombische Kraft besteuert von einer bestimmten Ladungsverteilung, dividiert bei einer sogenannten Testladung. Und das heißt, wenn wir diese Testladung reinbringt in ein elektrisches Feld, so Q0, diese Q0 würde in dieses elektrische Feld eine Kraft spüren mit dieser Menge F. Okay? Und dieses Konzept von elektrischem Feld ist sehr ähnlich wie die Gravitationsfeld. Und für eine Punktladung, wir können das auch
E-Punktladung. Das können wir gleich schreiben. Und das ist gegeben durch 4 Pi Epsilon 0 Q durch R zum Quadrat. Das sollte eine Q sein. Und unser Einheitsvektor wieder. Okay, so das ist ganz leicht im Sinne, es ist einfach eine Definition, das zeigt, in welche Richtung die Gravitationskraft äquivalent in Elektrizität, so die elektrische Kraft, diese Coulombsche Kraft, zeigen wird. Und die Betrage ist selbstverständlich abhängig von der Ladung, das man hat in diesem Feld. So, wir machen noch weiter. Weil wir ein Kraftfeld haben, so dieses elektrische Feld, das erzeugt eine Kraft auf einer Ladung. Wenn wir nehmen eine Punktladung, eine Testladung in dieses elektrische Feld und wir bewegen von einem Ort zueinander und die elektrische Feld ändert sich von einem Punkt zueinander, dann müssen wir eine bestimmte Arbeit verrichten. Und es ist genau dasselbe in einem Gravitationsfeld. Wenn wir bringen eine Masse von hier im Tal in Salzburg oben auf den Untersberg am Gipfel, dann müssen wir eine bestimmte Arbeit tun gegen dieses Gravitationsfeld. Und wir können das bestimmen, wir reden von der Änderung in die Potentialenergie, die elektrische Potentialenergie, oft abgekürzt als die Potential. Und das ist definiert als die Änderung oder die Unterschied in Potential, die Unterschied in Potentialenergie ist die Unterschied in die Potential zwischen zwei Orten. Und es ist die Negativintegral von dem elektrischen Feld entlang einer bestimmten Vektor, das zeigt der Pfad. So, was bedeutet das? Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Wir haben diese Integralen, das reingekommen ist. Aber hoffentlich einige von euch könnte erinnern, von was diese Formel, das wir hier gehabt hat. Dieser Teil hier ist nichts anderes als die Kraft dividiert bei unserer Testladung. Und wir haben eine Kraft mal einen Weg. Das ist nicht anders als die Arbeit, das verrichtet wird. Und dann, wir warten ein paar Sekunden, bis die fertig sind mit der Bohrmaschine. Die Arbeit verrichtet sind auf eine Testladung dividiert bei dieser Testladung selber. So, das ist nichts anderes als Kraft pro Q und ja, nichts anderes als die Arbeit. So, was bedeutet das? Ist, dass dieses elektrische Potential gibt uns eine Idee, wie viel Energie das nötig ist, eine Punktladung von einem Ort zueinander zu bringen. So, es gibt uns eine Idee von Konzepten von Energie. Und die Einheit von diesem elektrischen Potential ist in Volts und ein Joule pro Coulomb ist die Menge hier. So, die Potential selber, wenn wir ein Potential hat, relativ zu einer Nullpunkt sozusagen. Wir können bestimmen die elektrische Energie. Leider müssen wir wieder das Symbol E verwenden. Das ist, was in Tipler gemacht wird. Die elektrische Energie ist gegeben durch diese Punktladungsmenge, so Q, die Ladung, mal der Potential. Und mit dieser Formel können wir erklären, eine wichtige Einheit von Energie, dass wir sehr häufig sehen, wenn wir reden von die Energie von Molekülen oder Energie von
Prozesse, die finden an die atomarer Ebene. Und das ist das Konzept von sogenannter die Elektronvolt. Ein Elektronvolt ist die Menge von Energie, wenn wir eine einzelne Ladung haben, so ein Elektron. Das hat 1,60 mal 10 hoch minus 19 Coulomb mal 1 Volt. Und das ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joules. So diese Konversion ist auch sehr wichtig, weil wir verwenden Elektronvolt sehr häufig, wenn wir reden von Molekulardynamik-Simulationen zum Beispiel, wenn wir beschreiben, wie Elektronentransfer über eine Zellmembrane oder sonst was. Ja, so dieses Konzept von Unterschied zwischen elektrischem Potential, kommen wir gleich zu dem nächsten Konzept von Potentialdifferenz. So, die Potentialdifferenz oder elektrische Potential oder die Spannung, elektrische Spannung, ist oft gegeben das Symbol U und ist der Unterschied, was wir gerade gerechnet haben. Okay? Und diese Spannung, so wenn wir reden von unserer Stromleitung oder sonst was, diese Spannung gibt uns eine Idee von der elektrischen Energie pro Ladung, pro Testladungseinheit, dass man braucht von einem Standort zu einem anderen, diese Referenzstandorte zu bringen. Okay, so das ist dieses Konzept von elektrischem Potential. So, das ist die Spannung. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit Spannung. Da würden wir in spätere Lehrveranstaltungen sehen, weil Spannung ist auch verwendet in die Festkörpermechanik für ein anderes Konzept zu erzeugen. Es ist leider immer so, dass sehr viel unterschiedliche Konzepte haben oft ähnliche Symbole oder ähnliche Namen. Aber wir müssen einfach aufpassen, wenn wir reden von Spannung in der Konzept von Elektrizität. Wir reden von elektrischer Spannung. Und wenn wir kommen zu dem Punkt, dass wir mit der Festkörpermechanik beschäftigt, das ist sehr wichtig in den Geowissenschaften zum Beispiel oder auch in Biologie, dass wir über mechanische Spannung, und die sind zwei unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Bedeutungen. So, wenn wir eine bestimmte Ladungsverteilung hat auf ein leitendes Material, wir definieren ein Konzept, das wir nennen die Kapazität. Das sehen wir noch in einem Moment dazu. Die Kapazität hat das Symbol C, nicht verwechseln mit Coulomb. Und das ist die elektrische Ladung auf diese leitende Material, dividiert bei die Spannung relativ zu irgendwelchen Bezugspunkt. So, Q ist die Ladung auf die Leiter. Und U ist die Spannung relativ zu Bezugspunkt. Und die Einheiten von unserer Kapazität ist in Farad, so ein Farad, F, ist ein Coulomb pro 1 Volt. Ja. So. Wichtig ist, dass wenn wir, dann gibt es unterschiedliche Art wo wir, also von Systemen, wo wir das verwenden können, aber die Kapazität ist sehr wichtig, wenn wir reden über Zellmembrane, wo Zellmembrane unterschiedliche Ladungen haben auf unterschiedlicher Seite. So wenn wir nehmen die Zellmembrane zum Beispiel, haben diese Doppel-Phospholipid-Schicht, da gibt es die Möglichkeiten durch Ionenpumpe unterschiedlicher geladene Proteine, da gibt es ein elektrisches Potential oder Unterschied in Ladung auf einer Seite relativ zu der anderen. Und das spielt eine wesentliche Rolle in ganz vielen Signalprozessen. Und das können wir beschreiben mit diesem Konzept von Kapazität. Und was wir tun in dieser Lehrveranstaltung, ist, wir schauen nur ein Ding ganz leicht an, weil wir können vorstellen, dass wir haben eine Platte hier, leitende Platte,
mit einer Fläche A, mit einer Distanz d dazwischen. Und wir haben auf eine Platte positive Ladungen und auf die andere Platte negative Ladungen. Das nennen wir sogenannte Plattenkondensator. Und die Kapazität von einem Plattenkondensator, ist gegeben durch Epsilon Null, das wir vorher gehabt hat, mal die Fläche dividiert bei die Abstand zwischen diese Blätter. Now, man kann vorstellen, wenn wir nehmen eine Phospholipidschicht B-Schicht zu einer bestimmten Approximation, wenn es nicht zugekrümmt ist, denn wir haben irgendwas, das sehr ähnlich lokal zumindest als ein Plattenkondensator. Und wichtig ist dass diese Kapazität nimmt zu mit einem geringeren Abstand und auch mit einer größeren Fläche. Selbstverständlich, die haben auch technische Anwendungen. Und diese technischen Anwendungen sind selbstverständlich in Richtungen in ganz viel Elektronik. Aber wenn wir die Menge von Ladung also maximieren können, zum Beispiel beim Minimieren die Distanz d, erhöhen die Faktor a und ändern, was zwischen die Platten sind, zu verhindern, dass irgendwie ein Kurzschluss kommt oder so. Wir können Kondensatoren mit hoher Kapazität nutzen, Energie zu speichern. Und da gibt es ganz viel Forschung, das geht heutzutage in diese Richtung, diese sogenannte Superkondensatoren, oder Supercaps in Englisch. Und einiges geht es in diese Richtung. Diese Kondensatoren speichern elektrische Energie und die Menge von elektrischer Energie ist abhängig von die Quadrat von unserer Ladung, das verteilt ist auf diesen Kondensator, dividiert bei die Kapazität. Und wir können das umformeln, und das ist gegeben durch die Kapazität mal die elektrische Spannung oder Potenzial zwischen die beiden Seiten, auch zum Quadrat. So, da ist ein bisschen eine Idee. Und man kommt immer wieder zu diesen Konzepten, halb mal einen Faktor zum Quadrat. Wenn wir reden von kinetischer Energie, ist die Geschwindigkeit. Wir reden von die Energie gespeichert in einer Feder, ist auch in einer ähnlichen Form. Und da gibt es in den Hintergrund sehr ähnliche Sachen, das beschreibt das. Die letzten zwei Teile, die ich machen möchte in dieser Lehrveranstaltung, ist zu sagen, okay, was passiert, wenn wir eine so Schaltkreis haben. Zum Beispiel, wir haben Kondensatoren, die in parallel sind. So oft Kondensatoren haben diese parallel Striche in einem Schaltkreis. Da haben wir unser elektrisches Potenzial. Das geht auf die Ende der so VA und VB zum Beispiel. Und die Frage ist, können wir diesen Schaltkreis vereinfachen, sodass wir bestimmte Sachen berechnen können? Und was ich meine vereinfachen, es kommt darauf, dass wenn wir Kondensatoren in parallel schaltet, so das heißt, das bedeutet, die elektrische Potenzial von all diesen drei Kondensatoren identisch sind, so die Spannung darüber identisch ist, dann können wir da sagen, dass das eigentlich äquivalent ist zu einem Schaltkreis mit einem Ersatzkondensator. So, da haben wir C1, C2 und C3 und das wäre unser C-Äquivalent. Und für Parallelschaltung, wir haben, die Ersatz oder die äquivalente Kapazität von parallel geschalteten Kondensatoren ist nur die Summe von die
jeweilige Kapazität von jeder Kondensator. Okay, ganz einfach. Das umgekehrt geht, wenn wir reden von Kondensatoren, die in einer Reihe sind, so in Reihenschaltung, so das ist parallel, und Reihen. Da, ich gehe nicht in die Herleitung, warum das der Fall ist, aber wir haben irgendwas, wenn wir haben C1, C2 und C3, wo 1 durch die äquivalente Kapazität, das wäre unser C-Eck, ist gleich die Summe von 1 durch C1 plus 1 durch C2 plus 1 durch C3. So, wir haben diese invertierte oder in Inverse-Summe, das beschreibt die Ersatzkapazität. Wir sehen das noch in ein paar Minuten wieder, wenn wir gehen jetzt noch weiter und wir, da gibt es noch, Entschuldigung, da gibt es noch einen Punkt, das ich erzählen wollte. Ein typischer Kondensator, das hat so zwei Platten, wir verwenden Epsilon 0, ist die Permeabilität im Vakuum. So, was wir machen können, ist, wir können ändern diese Dielektrizitätskonstant Epsilon 0 bei Einbringen von einem neuen Material innerhalb dieser dieser Platten. Selbstverständlich, es muss kein Leiter sein, sonst hat man einen Kurzschluss. Aber beim Änderung, die Dielektriker, das sitzt da drin, können wir die Kapazität ändern und das auch optimieren. Das ist nur eine kurze Sache. Wir haben hier nur geredet über konstante statische Ladungsverteilungen. Aber selbstverständlich, wenn wir was tun möchten mit unserem Strom, wir müssen Ladungen, elektrische Ladungen bewegen und wir müssen definieren, was der elektrische Strom ist. Ein elektrischer Strom ist gegeben das Symbol großes I und das ist einfach die Änderung von die Ladung, das geht durch eine bestimmte Fläche, pro Zeit. Und das hat die Einheiten Ampere, und eine Ampere ist ein Coulomb pro Sekunde. Und wenn wir einen typischen Schaltkreis haben, wir haben keine optimale Material, so wir haben immer Widerstände gegen die Bewegung von Elektronen durch Defekten, durch Geräte oder was auch immer. Und wir haben dieses berühmte Ohms-Gesetz. So, Ohm. Und da Ohms-Gesetz ist gegeben durch diese Formel hier, dass die elektrische Spannung über eine bestimmte Teil von einem Schaltkreis, wo wir einen elektrischen Widerstand her hat, ist vernetzt zu dem elektrischen Strom, das durchgeht. So, wenn wir einen bestimmten Strom hat, das geht durch einen Widerstand mit Menge R in Ohms und wir brauchen eine elektrische Spannung, sodass das tatsächlich durchkriegt. Letzter Teil, Schaltkreise ganz kurz mit elektrischer Widerstand. So, wenn wir eine Parallelschaltung hat, so wir haben einen Schaltkreis mit unseren elektrischen Widerständen. Ich mache nur zwei in diesem Fall, R1 und R2. Das ist äquivalent zu einem Ersatzwiderstand R äquivalent. Und das ist gegeben durch in diesem Fall die Summe von R1 plus R2. Und das ist für Parallelschaltung. Oh, da habe ich ein Blödsinn erzählt. Entschuldigung. Das ist Parallelschaltung. Es ist nicht. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen zu schnell im Kopf. Ich mache das nochmal. Da haben wir
dieser R-Ersatz ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Das war, Entschuldigung, da war ich viel, viel zu schnell. Und wenn wir in Reihen haben, zur Reihenschaltung von unseren Widerständen, ist äquivalent zu R-Eck, R1, R2 und R-Ersatz ist gleich R1 plus R2. Und das ist Reihenschaltung. Okay. Und da haben wir einiges schon gemacht. Ich gehe wieder zurück zu dem Video hier. Wie gesagt, was wir probieren hier, ist hauptsächlich einen kurzen Geschmack zu geben über, wo man hingehen kann mit Elektrizität und danach eventuell mit dem Magnetismus. Wir haben nicht sehr weit geschafft. Das ist einfach die beschränkte Zeit und auch der Wunsch, dass wir die Grundlagen von der klassischen Mechanik richtig verstehen. Aber ich glaube, mit dieser Herangehensweise, wenn ihr mehr Tiefe braucht in Elektromagnetismus und dann später in der Optik, dass diese Grundlagen in die klassische Mechanik helfen, einfach diese Verständnis da zu vertiefen. So, wir haben wirklich diese Optionen in diesem Kurs gehabt, dass wir einfach schnell über alles geht in der Physik oder wir schauen, dass ihr wirklich die Verständnis habt von diesen Grundlagen. Und das hoffentlich wird der richtige Weg, sodass man nicht komplett verloren ist die ganze Semester. Im Sinne von der Prüfung, was brauchen wir? Wir brauchen dieses Konzept von Kondensatoren, elektrischer Widerstand, elektrisches Feld und elektrische Kraft, so Coulombsches Kraft. Und die wird auch nur in ein paar relativ leichte Fragen so getestet werden. So ihr solltet auch keine Angst haben. Wir sind wirklich, wirklich auf die Oberfläche durchgegangen in diese Thematik. Und so das bedeutet, wir können nicht in die Tiefe tatsächlich prüfen. Ich hoffe, dass diese Reihe von Lehrveranstaltungen hat euch gefallen. Ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg mit diesem Kurs und gibt es sicher Verbesserungsbedarf. Aber das kriegen wir langsam hin über die nächste Jahre. Und ich bedanke euch für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, euch wiederzusehen in anderen Lehrveranstaltungen. Ciao!